Er hat einen Partyhut auf. Er hört Glöckchen. Ihn kratzt es in der Nase und er schnuppert es einfach weg. Er ist im Niveau flexibel. Ja, okay. Herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Ha, war das eine schöne Folge. Ein bisschen rumlaufen, ein bisschen looten, ein bisschen Storys hören, ein bisschen das Gefühl haben, dass man schon ein bisschen Zeit vergeudet hat, die anders hätte genutzt werden können. Also, zugegeben, das war jetzt das erste, die erste Viertelstunde, in der ich schon dachte, okay, wenn das Fallout 76 ist, dann ja, gucken wir mal. Wir sind bei den Respondern und der Duwe ja, ist nicht ganz ausgelastet. Und, oh, da ist es, das Aufseherlogbuch Flatwoods, aber wir gucken erstmal den Voltec-Pub-Aufsteller, weil den wollen wir garantiert im Camp haben. Bauplan einer Wasserpumpe, das wird wichtig. Ein bisschen Munition gerne, aufbereitetes Wasser, ein bisschen Kram, Kram natürlich. Und ein bisschen Hundefutter in der Dose und dann gucken wir doch mal, was die Aufseherin uns in Flatwoods zu sagen hat. Aufseherlogbuch Flatwoods. Mein Gott. Niemand mehr. Die alte Kneipe, die Kirche. Die Leute haben darin Schutz gesucht, aber jetzt sind sie fort. Mutationen hatten wir erwartet. Aber es gibt noch etwas anderes. Eine Krankheit. Ich wurde von etwas angegriffen, das... naja, mal ein Mensch war. Aber es hatte diese grün leuchtenden Läsionen. Und seine Stimme... wütend, gequält. Wir sind eins. Eins was? Was auch immer hier passiert ist, das hatten wir nicht erwartet. Und wir haben eine Menge erwartet. Bevor sie ausgelöscht wurden, nannten sich die Überlebenden Responder. Sieht aus, als hätte die Gruppe aus Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften bestanden. Es gibt sogar ein automatisches System, das alles über das Aufbereiten von Wasser und Nahrungsmitteln sowie das Überleben lehrt. Ich muss mich an das Worttraining erinnern. Zuerst überleben. Ich lege Ihre Tests ab und das sollten Sie auch. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es schlimmer ist, als wir gedacht hatten. Aber irgendjemand muss wissen, wo sich die Raketensilos befinden und wie man sie sichert. Die Responder sind unsere heißeste Spur. Wenn ich hier fertig bin, ziehe ich weiter. Suchen Sie nach meinen Logbüchern. Ich gehe voraus und zeichne alles auf, was ich finde. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Eigentlich doch sogar eine... schöne Geschichte, da ist Krieg, da fallen Bomben und schließen sich alle Rettungskräfte zusammen, Feuerwehrleute, Polizisten, Sanitäter, alle und bilden so eine kleine Einheit, um den Menschen zu helfen. Finde ich, ist eigentlich eine wirklich hübsche Idee. Und Dasar Ben Ami scheint einer davon gewesen zu sein. Wir nennen ihn nun den Großen Krieg. Er ist noch nicht lange her. Die Zeiten sind hart. Dies sind die Geschichten von Überlebenden. Mein Name ist Dasar Ben Ami und ich bin Responder. Ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit den Respondern. Ich stamme ursprünglich aus Charleston. Es war also nicht schwer, mich ihnen anzuschließen. Am schwierigsten war all die Arbeit. Appalachia aus Ruinen wieder aufzubauen, während sich mehr und mehr Überlebende um uns scharten. So viele sind gekommen und gegangen. Und mit ihnen ihre Geschichten. Ihre Namen sind längst vergessen. Ich dachte mir, wir sollten diese Geschichten irgendwie bewahren. Ich habe also entschieden, Leute darum zu bitten, ihre Gedanken und Geschichten aufzunehmen. Oder was auch immer sie der Zukunft anvertrauen wollen. Ich nenne diese Serie die Geschichten von Überlebenden. Ich fange mal selbst an. Ich war Doktorand für Anthropologie an der Voltec-Universität. Mein letztes Studienjahr.
druckte gerade meine Doktorarbeit aus, als ich die Sirene... Ich dachte, mein Vater, der bei Vortec arbeitete, könnte uns sicher alle mitnehmen, aber es wurden nur 2 Reservierungen gewährt. Ich weigerte mich mitzugehen. Also ging er mit meinem kleinen Bruder in den Vault. Sie konnten mich nicht umstimmen, so sehr sie es auch versuchten. Am Ende habe ich sie reingeschubst und das war's. Danach kehrte ich nach Charleston zurück und überlebte. Nach einer Weile wurden die Responder gegründet und ich habe mich gleich gemeldet. Es war wirklich hart. Die Flut hat uns sehr mitgenommen. Zum Flughafen Morgantown und jetzt nach Flatwoods überzusiedeln war. Nun, ich bleibe optimistisch. Ich bin nun seit 2 Jahren oder so dabei. Wir haben Großes vor. Es gibt so viel, womit wir helfen können. Vielleicht können wir genug wieder aufbauen, um über die Runden zu kommen. Und bis dahin nehme ich weiter Geschichten von Überlebenden auf, wann immer ich kann. Wir sind eure Geschichte. Das war Dasa Ben Ami. Bis zum nächsten Mal. Leider nein. Auch das wäre schön gewesen. Die Patientenakte Buzz, lesen wir uns die einmal kurz vor. Patient Buzz Yates. Beschwerden. Der Patient wurde um 21 Uhr mit Magenschmerzen eingewiesen, nachdem er mehrere Behälter mit schmutzigem Wasser getrunken hatte. Nach eigener Aussage mag er den erdigen Geschmack. Okay. Krankheitsbild. Der Patient leidet unter extremen Bauchschmerzen, körperlicher Schwäche und Verwirrung. Sehr schwache Lebenszeichen. Behandlung. Der Patient starb, bevor er behandelt werden konnte wahrscheinlich. Notizen. Der Patient war so schwach, dass er in einem Sturz aus dem Bett starb. Der übermäßige Konsum an verschmutztem Wasser hatte durch die hohe Strahlungs- und Keimbelastung eine beträchtliche körperliche Schwächung zur Folge. Obwohl diese Faktoren nicht direkte Todesursache des Patienten waren, schwächten sie ihn dermaßen, dass ein einfacher Sturz ihn das Leben kostete. Nun gut. Hallo, Jack Bauer. Bumblebee. Was auch immer. So, Trading Post Supplies. Mit etwas Glück und Verstand schaffen Sie es da draußen. Na, versuchen wir doch mal. Freiwilliger, wenn Sie Vorräte brauchen, ist Bob für Sie da. Gut, wir wollen ja noch nicht handeln, wir wollen uns ja eigentlich den Respondern anschließen. Gucken wir nochmal in dem Terminal. Oh, Bericht zur Wassersicherheit, den haben wir vergessen. Tester, Freiwilligenanwärter, Colonel. Ergebnis, kein Profil, hoch, och, ja. Ich überspringe es mal. Fazit, Wasser ist nur gründlich abgekocht als Trinkwasser geeignet. Kronkorken und ein Silbermedaillon. Nehmen wir auch. Jetzt haben wir schon 5 Kronkorken. Ein Traum. Ist das nur eine Kerze? Das ist nur eine Kerze. Responder-Datenbank. Benutzen wir sie von Robco Industries. Anmeldung. Gast. Die Responder-Dienste von Flatwoods sind derzeit inaktiv. Falls Sie Hilfe benötigen, verwenden Sie bitte einen Freiwilligen-Bot. Zugriff auf Datenbank. Zugriff verweigert. Newsletter drucken. Wenn die Responder in Kürze nach Flatwood zurückkehren, werden wir Ihre Anfragen bearbeiten. Bleiben Sie in der Nähe und machen Sie von den bereitgestellten Notvorräten und Robotern Gebrauch. Medals. Transkript der Aufzeichnung des Freiwilligenbots. Alles tut weh, wirklich alles. Ich weiß nicht mal, was passiert ist. Ich habe den Radiosender angeschaltet und von diesem Ort gehört, aber niemand hier weiß, wo alle hin sind. Der Chris. Patient Balthasar. Ich bin gerannt und habe mir alle Zehen gebrochen. Und zu allem Überfluss will ich auch meine Nase nicht aufhören zu laufen. Ich wurde von einem schrecklichen, zugerichteten Typen angegriffen und dann habe ich angefangen, mich schlecht zu fühlen. Ich glaube, er ist gestorben. Seine Haut hat gebrannt und ich bin weitergerannt. Dann habe ich mir meine Zehen gebrochen. Ich lege mich nur mal kurz hin. Ich fühle mich nicht so gut. Vielleicht ein bisschen Strahlung. Kommentar von Medals. Also der Kerl, der gestern mit dem Schnupfen und den gebrochenen Zehen reinkam, ist gerade gestorben, glaube ich. Hat sich zu mir umgedreht und gemeint, vielleicht habe ich was Verdorbenes gegessen. Und das war's. Ich begrabe ihn hinten. Ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe.
Gern geschehen. Neuer Patient Köln. Ich dachte mir, dass ich mich hier vielleicht von Profis ausbilden lassen kann. Überlebenstraining und so. Ich werde das Programm für freiwillige Responder absolvieren. Angeblich kriegt man ein paar Vorräte und robuste Überlebensausrüstung, wenn man sich einschreibt. Also mache ich das mal. Wenn ich es richtig verstanden habe, machen wir das ja gleich auch. Ein neuer Patient, Mike. Früher habe ich zu einem Bunker im Osten gehört. Wir hatten jede Menge Nahrung und Wasser. Zumindest dachte ich das. Die Leute wurden nervös. Dann kam es zum Streit. Wie auch immer, ich bin jedenfalls von da weg. Aber ich habe keine Vorräte, habe im Radio von diesem Ort hier gehört. Und da bin ich nun. Bin eigentlich nur hier, um zu tauschen. Kommentar von Köln. Der Typ, der sich gerade angemeldet hat, hat sich ein paar Vorräte genommen und andere im Austausch dagelassen. Hat allerdings den Großteil der Wasser- und Nahrungsvorräte mitgenommen. Meinte, er will zu irgendeinem Irrenhaus und braucht sie daher mehr als wir. Aber er hat uns dafür gute Rüstung gegeben. Immerhin. Neuer Patient, Dr. Venn. Ich habe mich jahrelang ausschließlich von Blanco Mac and Cheese, Zuckerbomben und Instapüree mit Yuka-Cola ernährt. Selbst vor den Bomben. Aber seit einiger Zeit scheine ich davon zittrig zu werden. Ich bin Doktor, allerdings der Philosophie, nicht der Medizin. Ich bin daher hierher gekommen, um zu sehen, ob mir jemand etwas gegen meine Magenschmerzen und das Zittern empfehlen kann. Kommentar von Dr. Jan. Kurze Rückmeldung zum Roboter, seine Vorräte sind komplett aufgebraucht. Ich habe Vorräte aus den umliegenden Häusern der Stadt besorgt. Es reicht also für die meisten von uns, aber der Roboter muss wieder aufgefüllt werden. Wie viel sind das denn noch? Der Brad. Ständige Kopfschmerzen. Ich habe versucht, in der Nähe des alten Vault-Tec-Walls über die Runden zu kommen. Hatte eine nette Hütte am Teich. Hab sogar meine eigenen Schnaps gebrannt. Mir ging's alles in allem ganz gut, aber dann wurde ich von einem Schwarm Riesenkäfer angegriffen und seitdem bringt mich mein Kopf halb um. Wo sind bitte alle anderen hin? Und der Dr. Venn? Köln ist inzwischen ein freiwilliger Responder und hat mit Hilfe der Datenbank ein paar Ressourcen aufgestöbert. Er hat darüber außerdem herausgefunden, wo sich die Responder inzwischen aufhalten. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach ihnen. Nee, das hatten wir schon. Da hatten wir schon. Ist da jetzt der Newsletter rausgekommen? Anscheinend nicht. Gut, dann Volunteers needed. Dann werden wir doch mal eines von. Na, hübsch. Check-in hier. Selbstbedienung, Registrierungskiosk benutzen. Willkommen Überlebender. Dieses Programm wurde entwickelt, um aus gewöhnlichen Überlebenden zertifizierte freiwillige Responder zu machen. Aufgabe der Freiwilligen ist es, anderen zu helfen. Und unsere Aufgabe als Responder ist es, allen zu helfen, auch Ihnen. Freiwillige hier anmelden. Willkommen Freiwilliger. Übertrage Kurs auf externe Hardware abgeschlossen. Melde dich bei Responder Kesha McDermott, um weitere Anweisungen zu erhalten. Personenverzeichnis. Mitteilung des Tages. Provozieren Sie nicht die Kühe. So, die Kesha. Die Kesha McDermott ist da. Forscherin, Spezialität, Hydrologie, Pädagogik. Letzte Anmeldung am 25.10.96. Ja, letzter Aufenthaltsort, Flatwoods River, Unterkunft 3 Church Road. Anmerkung, überwacht die Wassersicherheitsprotokolle in Flatwoods. Führt langfristige hydrologische Experimente durch. Suche Anlage in den Fluss nach Kesha. Das machen wir. Und zugegeben, das habe ich schon gemeint, gerade so in den Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen, finde ich, ist das doch wirklich hübsch gemacht. Ist leider bis jetzt einer der wirklich wenigen guten Punkte für Fräulein 76. Abgeschlossen. Suche nach Kescher. Ach, da. Ein Wassertestkit. Ein bisschen Vorkriegsgeld. Und Ihre Überlebensgeschichte.
Dutta hat uns alle gebeten, unsere Geschichten für die Nachwelt zu dokumentieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hi, ich bin Kesha McDermott. Als die Bomben fielen, war ich in Watoga an der Organisation eines Wissenschaftsfests für die Highschool-Schüler beteiligt. Das Thema war die Zukunft der Energie. Nach den Bomben herrschte überall Chaos. Ich musste nach Nahrung suchen, geradezu tollwütige Überlebende abwehren. Es war ziemlich übel. Ich traf ein paar Kids aus der Highschool, deren Eltern nicht überlebt hatten. Und wir fanden eine Weile lang gemeinsam in einem alten Haus Unterschlupf. Nach einer Weile schaffte ich es, ein altes Radio zu reparieren. Und wir hörten eine Mitteilung der Responder. Wir konnten uns vor Freude kaum halten. Doch die Reise von Watoga nach Flatwoods war hart. In den Bergen begegneten wir ein paar Arschlöchern, die unser Essen und unser Wasser stahlen. Ich war unglaublich froh, die Responder in Flatwoods zu finden. Zelte für alle. Offene Küchen, medizinische Versorgung, Schutz. Wir waren endlich sicher. Es gab da aber ein Problem. Die Wasserquellen waren stark verschmutzt. Die Leute kochten das Wasser ab, aber nicht lang genug, um es trinkbar zu machen. Also meldete ich mich und sagte, ich kann ein Gerät bauen, um die Kontaminierung zu testen. Und ich kann euch zeigen, wie man Wasser richtig abkocht. Und das habe ich auch gemacht. Die Welt wird wieder besser, aber nur langsam. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht wieder alles zusammenbricht. Dafür brauchen wir nur Zeit und Engagement. Nun ja, Zeit, Engagement und Wissenschaft. Und auch hier kann man wieder sagen, es gibt noch gute Menschen und selbst wenn die Welt untergeht, gibt es irgendwo noch etwas Gutes. Ich glaube, das ist auch so insgesamt die Botschaft aus diesem Spiel hier. Eigentlich doch was Schönes. Entdeckt, landwirtschaftliches Voltec-Forschungszentrum. Suche das aber dann. Erstmal suchen wir mal die Wasserpumpe. Die ist nicht da. Und wir nehmen ein bisschen Fußblumen und ein bisschen Rhododendron mit. Und ein bisschen Blutblatt und ein bisschen leuchtende Pilze. Camp. Jetzt war ich kurz verwirrt. Sind ein bisschen immer noch. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Wir wollen nicht dahin, wir wollen zurück.
Alles klar. Teste Wasserprobe. Wasser ist kontaminiert. Kontrollpunkt erreicht. Gibt es irgendwas zu holen? Nö. Außer Fußblume. Hallo Jack Bauer. Blume. Ein Stückchen trinken. Und analysiere die Ergebnisse im Wassertestkit von Keschers Labor. Das machen wir doch auch sofort. Splittergranate, okay. Und da ist die Diagnose-Terminal. Angemeldet, unbekannter Benutzer. Wasserprobe analysieren. Fazit: Die Wasserqualität hat sich seit der letzten Probe an derselben Koordination nicht verbessert. Sieht man mal, wo wir alles nicht trinken können. Fluss, tödlich. Brunnen, tödlich. Fluss, tödlich. Brunnen, tödlich. Extrem, extrem, extrem. Schwer, ernst. Naja, es wird ein bisschen besser, aber nicht wirklich. Dies ist mein erstes Interview mit einer anderen Überlebenden. Kesha McDermott. Wir haben uns getroffen, als ich einen Nuka-Cola-Automaten aufbrechen wollte und sie mir eine andere Methode gezeigt hat. Kesha, kannst du uns erklären, wie wir sicher gehen können, dass unser Wasser trinkbar ist? Halt dich zu Trainingszwecken am besten nur an die Grundlagen. Es ist gar nicht so kompliziert. Man muss Wasser finden und alle großen Partikel und Stücke aussieben. Dann kocht man es in einem Topf 1 bis 2 Minuten und lässt es abkühlen. Das sollte reichen. Ja, wie Tee machen, oder? Du bist vor einer Weile den Respondern beigetreten und hast dabei geholfen, ein Trainingsprogramm für die Freiwilligen zu entwickeln. Warst du auch schon vor all dem eine Überlebenskünstlerin? Das könnte man so sagen. Ich habe Kinder an der Highschool unterrichtet. Genau darüber habe ich mit meinen Studenten gesprochen. Die praktische Anwendung der Wissenschaften. Es ist faszinierend. Aber man weiß nie, wie nützlich manche Dinge irgendwann einmal werden. So ist es. Also, tun wir einfach so, als wären wir deine Studenten. Was würdest du uns über die Welt erzählen, in der wir leben? Wie überleben wir am besten? Gut, dass du diese Frage stellst, Dasa. Zuallererst würde ich euch raten, ruhig zu bleiben und euch auf das Überleben zu konzentrieren. Als erstes solltet ihr sauberes Trinkwasser beschaffen. Wahrscheinlich findet ihr nur schmutziges Wasser. Aber halb so wild. Das lässt sich beheben. Schmutzwasser birgt ein geringes Krankheitsrisiko und ist zudem leicht verstrahlt. Wahrscheinlich überlebt ihr, wenn ihr es trinkt. Aber dieses Risiko solltet ihr nicht eingehen. Es ist jedenfalls besser als giftiges oder komplett verstrahltes Wasser. Beides ist äußerst schädlich und sollte zuerst gründlich abgekocht werden. Hast du das verstanden, Dasa? Jawohl, kontaminiertes Wasser sollte abgekocht werden. Okay, das klingt nicht schwer. Abgekochtes Wasser ist also trinkbar? Es ist noch leicht verstrahlt, aber ihr könnt es trinken. Am besten jedoch ist aufbereitetes Wasser. Oh, aufbereitetes Wasser. Wie komme ich daran?
Ihr könnt Maschinen bauen, die es für euch aufbereiten. Das ist der verlässlichste Weg. Das benötigt jedoch Zeit. Und einiges an Platz. So wie viele Materialien. Aber auf dem Weg von Watoga hierher habe ich auch aufbereitetes Wasser in Vorratslagern und Erste-Hilfe-Kästen gesehen. Ihr solltet also die Augen offen halten. Wenn gekochtes Wasser weitgehend ungefährlich ist, sieht man von dem bisschen Strahlung ab. Was ist dann mit Tee? Die meisten Leute hier sind Teetrinker, wie du weißt. Früher verbrachte ich viele Abende auf der Veranda, schlürfte Tee, sah den Glühwürmchen zu und las friedlich ein Buch. Ist so etwas noch möglich, Kescher? Oh, aber natürlich. Tee ist genauso gut wie abgekochtes Wasser. Vielleicht sogar noch besser, wenn man Heilkräuter mit hineingibt. Manche Überlebende ergänzen ihr abgekochtes Wasser mit Blumen und Kräutern. Und sie schwören darauf. Mir persönlich ist aufbereitetes Wasser lieber. Reine Geschmackssache. Themenwechsel. Du beschäftigst dich derzeit intensiv mit einem Forschungsprojekt in Flatwoods. Kannst du etwas dazu erzählen? Aber sicher. Ich teste die natürlichen Wasservorkommen in Appalachia über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Ich sammle Daten, beobachte Strahlung und Kontaminationsstufen. Das volle Programm. In meinem Labor überprüfe ich die Daten auf Langzeittrends. Auf deren Basis bestimme ich dann, wie wir derzeit das Wasser verwenden können. Wir verbrauchen Wasser längst nicht nur als Trinkwasser. Wir gießen damit unsere Pflanzen, die wiederum unsere Tiere ernähren. Wir müssen also wissen, wie sich die Dinge ändern. Das klingt nach einer Menge Arbeit. Ich bin froh, dass du dich den Respondern angeschlossen hast. Diese Daten scheinen sehr nützlich zu sein. Das sind sie. Ich habe diese Datensammlung ebenfalls in das Freiwilligenprogramm für Responder eingebaut. Schließlich unterrichte ich ja auch noch. Wow, und das wär's dann für heute. Danke für das Gespräch, Kescher. Und dafür, dass du uns allen gezeigt hast, wie wir etwas gesünder leben können. Der Unterricht ist beendet. Oh Gott, was ist das? So. Ich hab mich ehrlich gesagt nicht getraut, einfach wegzugehen, weil ich dachte, da müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ja, also das war die Folge. Wir gucken aufs Diagnoseterminal. Mann. Ach, ja, schön. Das, hier war ich schon, ne? Oh, reiche ich das Wasser. Ah, herrlich. Das war... So, dann gehen wir nochmal zur Kochstation und, machen abgekochtes Wasser. Und den einfachen Blutblatt-Tee machen wir, glaube ich, noch nicht. Das war gerade wirklich fies. Also ja, alles in mir wollte weitergehen. Alles in mir wollte nicht auf diesen Bildschirm gucken und wirklich jede Phase an meinem Körper wollte einfach weitergehen. Und ich dachte, nein, bitte nicht einfach nochmal das anhören müssen. Das bitte nicht nochmal. Melde dich beim Selbstbedienungskiosk, nicht beim Selbstbedienungsbot, sondern beim Selbstbedienungskiosk. Der ist natürlich da. Und schaut mal. Es wird dunkel und wir können sagen, heute haben wir die Welt wirklich unglaublich verändert. Mittwoch des Tages im Bestattungsinstitut werden jeden Abend Treffen zur Schuldbewältigung abgehalten. Das ist auch nett. Den Freiwilligenstatus prüfen.